MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und willkommen zurück zu Let's Play EuroTruck Simulator 2. Weiter geht es hier mit den nächsten Angeboten und wir schauen mal nach, was wir haben. Säure, 14.000 Tacken von Straßburg nach Hannover, von Frankreich nach Deutschland. Oh, wir haben noch einen aktuellen Auftrag. Huch, habe ich ganz vergessen. Stimmt, wir haben ja nur gerastet. Wer rastet, der rostet. Oh Mann. Naja, egal. Habe ich echt einen Auftrag? Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich... wir sind gerade... ja, stimmt ja. Ja, tatsächlich. Wir haben wirklich einen Auftrag. Wie ihr hört, die Sounds vom LKW habe ich ein bisschen lauter gemacht. Dafür gibt es einen Mod online. Wenn ihr möchtet, kann ich euch den Link in der nächsten Folge dann gerne posten. Ach. So. Also wenn ihr ihn haben möchtet, schreibt einfach in die Kommentare und ich poste euch den Link. Das sollte jetzt nicht das Problem ergeben. So. Zumindest haben wir jetzt... Sieht aus. Oh, fuck, vergessen. Hab ich ganz vergessen, dass wir hier links fahren müssen, nicht rechts. Ja, der Part hier wird heute was später hochgeladen, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hat, beziehungsweise nicht geschafft habe. Und ja, Stress, 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 Stress. Kennt ihr bestimmt auch hier und da mal. So, also der MAN gefällt mir persönlich sehr gut. Und momentan liegt nach den letzten Auswertungen tatsächlich der MAN ganz schön weit vorne. Also er ist Platz 1 mit fast 30 Stimmen mehr als der nächste. Und ja, wenn das weiter so läuft, gewinnt der MAN. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Truck. Also ich glaube, es könnte was werden. Zwischen mir und dem MAN etwas Heißes, wenn man so sagen darf. Ich habe ganz vergessen, dass wir noch einen Auftrag aktiv haben. Mal gerade schauen, ob ich hier vielleicht auch die Spur wechseln kann. Gehen wir mal hier rüber. Falls hier ein paar Raser gibt oder so, die unbedingt überholen möchten, die haben jetzt Platz dazu. Einer schrieb, dass die Steuerung vom ETS2 einfacher ist als die von Scania. Ich muss das Ganze verneinen. Sie ist viel komplexer. Alleine die Kupplung reagiert viel feinfühliger als die von Scania. Bei Scania konnte ich so ins Gas latschen, wie ich wollte. Darf man rechts überholen? Bestimmt. Ist ja dann auch bestimmt spiegelverkehrt. Aber die würden ja dann rechts sitzen, die Leute. Oder sitzen rechts. Ja, okay, hier sind ja nur Geisterfahrer. Aber trotzdem, die würden rein theoretischerweise dann rechts sitzen. Warum habe ich keine Musik an? Weil, ja, geh mal hier, geh mal da, ne? Oh, fällt gerade was auf. Es war die ganze Zeit schön hell beleuchtet und jetzt gerade mal nichts mehr. Das war sehr nett von dem einen. Mich vorzulassen. Schon weil wir ein deutsches Kennzeichen haben, werden wir hier bevorzugt behandelt. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem fremden Land mit eurem eigenen Auto. Die sehen so Deutschland. Boah, was liefern wir denn nochmal? Ich muss da echt nochmal nachschauen. Zement, ja, okay, das wiegt ordentlich. Wir haben kaum eine Beschleunigung. Kann aber auch am LKW liegen. Ich gehe jetzt extra in die hohen Drehzahlen, dass wir das hier locker schaffen.
Das war eng. Diese Umdenkerei jedes Mal. Wahnsinn. Ich muss nur mal gucken, wo es lang geht überhaupt. Ich habe ja hier mal gar keine Sicht. Ich nehme mal die niedrigeren Gänge. Also 1, 3, 5, 7, 9 und 11. Weil die einfach von der Drehzahl hier besser klarkommen werden, auf jeden Fall. Komische Welt hier. Auf jeden Fall fahren wir gerade durch ein ziemlich hässliches Industriegebiet durch. Gefällt mir gar nicht von der Umgebung her. Man sieht auch nicht wirklich viel, aber... Nee, da gibt's hübschere Umgebungen, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich so ziemlich sicher sein, wenn der CPU überholt, dass man selber dann auch zum Überholen ansetzen kann, weil ich glaube, die CPU-KI weiß schon, wann der nächste KI-Kollege, der nächste KI-Kollege kommt, um einen zu nerven. So, was haben wir hier? Schleichenden Verkehr. Auch nicht schlecht. Erstmal hier den Berg hochkommen. Das ist Arbeit für unseren LKW genug mit der Last hinten dran. Ja, die Jungs hinter mir dürfen natürlich alle nicht überholen. Was ich auch gut so finde, weil die Straße wäre viel zu unsicher hier zu überholen. Nur ein Herbert könnte das schaffen. Hey, du Holländer. Das geht nicht gut. Doch, der eine hat gebremst. Und somit ist es gut gegangen. Fuck, 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 fuck. Und jetzt? Vorsichtig zurücksetzen. Oh Mann. Na los, jetzt komm, 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 Junge. Schaffst du. Ich musste gar nicht einfädeln, glaube ich. Ach ja. Und weiter geht's hier in der gemütlichen Fahrt. Aber danach fahren wir unbedingt diese geile Strecke. Kurz husten. Gleichzeitig noch schnell die Nase geputzt.
Dann hat man das Ganze auch hinter sich. So, wir schalten nochmal einen Gang tiefer, einen Gang höher, damit die Fahrt ein bisschen ruhiger ist. Der Motor ein bisschen chilliger laufen kann. Und Gott uns die Welt uns überholen kann. Ja, immerhin, 30.000 haben wir schon zusammen. Ich werde jetzt hier die Folge komplett durchfahren, glaube ich. Und dann werden wir mal kurz zum MAN-Händler gehen. Mal schauen, was so ein MAN kostet. Bin mir sicher, dass er gewinnen wird. Also, das Video hier entscheidet jetzt übrigens, welcher Truck. Also, das heißt, wenn es jetzt hier noch reinschreibt, wird mit aufgenommen. Und kann mit in die Bewertung einfließen. Sonst natürlich nicht. Ich habe gerade noch Skype offen auf dem Lappy, was mittlerweile neben mir steht. Aber ich kann nicht gleichzeitig fahren und Kommentare lesen, sonst hätte ich ein paar vorgelesen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier gleich runter, oder? Wir müssen nach Sheffield. Ja. Einer schrieb in die Kommentare, warum ich denn alle französischen Stadtnamen falsch sagen würde. Erstens bin ich kein Franzose, zweitens weiß ich nicht, wie sie ausgesprochen werden und drittens interessiert es mich auch eigentlich gar nicht. Fuck. Fuck. Weggerutscht. Mann. War aber auch bestimmt Öl am Liegen oder so. 100 Pro. Also wenn da kein Öl lag, dann lag da ein Scheich. Nein, also ich weiß jetzt nicht, was da lag. Auf jeden Fall lag es ziemlich scheiße da, weil ich genau... Ach, es lag gar nichts da. Quatsch. Huch. Ich glaube, wenn der Weiße jetzt an mir vorbeiziehen sollte... Ist aber nett von ihm, dass er mir Platz macht. Erster Aufenthalt in Sheffield. Nett. So. Ach ja, sieht aber nett aus hier, gefällt mir sehr gut. Außer diese rote Ampel, die mir fast wieder Geld gekostet hätte. Wie sieht's eigentlich aus? Wie geht's unserem kleinen LKW? Ich muss aufpassen wegen den 4% Schaden am LKW, ist nicht schlimm. 0% Schaden an der Fracht. Nein, 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 nichts da. Ich bin mit Abschleppdienst nicht zufrieden, nein. Ist auf jeden Fall... Rollen wir? Wir rollen. Leichtes Gefälle hier in der Straße. Oh, nicht schön. Boah, gerade noch so vom Absturz... gerettet. So. Pala. So, und dann sind wir auch schon angekommen. So wie das aussieht. So, und da vorne müssen wir rein. Macht aber nichts. Für uns no problema.
So. Naja. Na, den parken wir noch richtig. So. Einmal angeliefert. Wunderbar. Und wie sieht's aus? Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Level up. Enthusiast. Level 5 sind wir. Und ich mache Fernfahrten nochmal ein weiter. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz nachschauen wegen den LKWs. LKW kaufen. Bevorzugter Händler ist MAN und dann haben wir nur einen Händler, aber egal. Besuchen den ausgewählten Händler, jo. Und dann schauen wir uns mal die kleinen LKWs an. Wie die so aufgebaut sind, was die so kosten im Schnitt. So, da sind wir ja. Oh, die sehen ja nicht schlecht aus. Oh, der Weiße, der gefällt mir gut. Was kostet der Spaß? 143.000 würde der kosten. Verfügbar ab Level 14, sind wir nicht. Sind wir nicht? Sind wir nicht? Den könnten wir kaufen, den kleinsten wahrscheinlich. 320 PS hat das gute Stück. 12-Gang-Getriebe, 800 plus 450 Liter Tank in Sunny Yellow. Mal gerade nachschauen, man kann hier eine Ausführung ändern. Das Fahrerhaus, okay. Fahrwerk, Interieur. Achso, Rechts- oder Linkslenker. Farbe. Ah, okay, cool. Ja, okay, das machen wir dann später irgendwann. Ich möchte kein Foto machen, Blödsinn. Was kann man hier? Extra Kühlergrill. Jede Menge Lampen da dran anbringen. Das kostet aber auch ordentlich Knete, wie ich das sehe. Wahnsinn. Aber es sieht natürlich nice aus. Naja, okay. Das war jetzt einfach nur mal so just for fun. Ich möchte die rückgängig machen. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wissen wir circa, was sowas kostet. Also 97.000 Euro für ein MAN. Sieht schon mal gut aus. Gefällt mir. So, Auftragsangebote. Säure, es existiert noch für 20.830 Euro. Das hilft uns natürlich. Von Straßburg, Frankreich, nach Berlin in Deutschland. Den Auftrag nehmen wir an. Unsere erste Gefahrengutlieferung übrigens. Und ich hoffe, dass das gut gehen wird. In einem Valiant. So. Ich sehe schon, wir sollten dran denken. Ich mache mal kurz auch das Display an. Wir haben nur noch 699 Liter. Das ist nicht allzu viel. Das ist wirklich nicht mehr viel. Und das müssen wir auf jeden Fall bedenken. Oh, der ist aber sehr anzugstark. Das gefällt mir irgendwie. Wahnsinn, was der für eine Power unten drunter hat. Nicht schlecht, gefällt mir. Sehr anzugstark. Ich werde jetzt die nächste Tankstelle aufsuchen und dort auch direkt reinfahren. Aus dem Grunde, weil wir nicht wirklich viel Sprit haben. Und wir müssen ein paar Kilometer zurücklegen, auf jeden Fall. Und dann wäre es mir doch lieber, wenn wir vollen Tank haben. Und das macht ja nicht so viel jetzt aus. Das sollten wir hinbekommen. Doch, war richtig. Boah. Mann, oh Mann, oh Mann.
Muss ja auch sein, jetzt da zu bremsen gerade. Wie sehen wir eigentlich von außen aus? Ah, okay. Cool. Gefällt mir. Ab wieder rein da. Ist zu kalt draußen. So. Einmal nochmal richtig durchbeschleunigt. Also der gefällt mir ziemlich gut. Also mein Favorit wäre ein Valiant. Ich glaube, Valiant ist Volvo, wenn ich mich da nicht vertue. Oh, das ging ja nochmal gut. So. Fahren wir unserem Trucker-Kollegen mal hinterher. Tanken, tanken. Ich würde gern tanken. Ach ja. Aber hier endet auch mein aktueller Part. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Wir sehen uns anschließend in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2, macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir einen Kommentar hoch. Lasst mir einen Kommentar da heißt das Ganze. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute.